Hallo zusammen auf unserem Kanal Angel Readings. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch jetzt mal jeden Tag eins von unseren Pferdchen vor. Und zwar ist es hier heute der Tequila. Und zwar hat der Tequila Probleme, der ist fast blind oder so gut wie blind. Ach, das war jetzt der andere. Und genau, den möchte ich euch heute vorstellen. Das ist unser Pippi Langstrumpf-Pferd. Ja. Und ich wollte auch noch sagen, wenn ich in den Videos ab und zu mal ein bisschen mich selbst auf die Schippe nehme, seht es mir bitte nach, weil es ist komisch, von der Kamera zu liegen, wenn keiner gegenüber sitzt, wie bei einem persönlichen Reading. Ne? Also seht es mir bitte nach, wenn ich mich ab und zu selber auf die Schippe nehme. Und wenn ihr auch mal ein persönliches Reading wollt oder eine Beratung in Sachen Partnerschaft oder Wunschpartner, schreibt mir gerne unten in der Infobox vom Video, ist die E-Mail-Adresse. Ich freue mich, von euch zu hören. Also, und jetzt geht's los mit dem Kartenlegen. So, gut, dann sind wir wieder live am grünen Tisch. Ja, wir machen jetzt die Legung. Deine Tagesenergie für den Donnerstag, den 13.8. Ja, 13. hin oder her. Ich weiß nicht, ob ihr abergläubisch seid, ich bin es nicht. Ich mische jetzt live die Karten. Drei Karten springen aus dem Deck, wenn wir Glück haben. Und an die Unterseite des Decks am Ende ist dann die Hauptenergie. Also jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich bitte um die Tagesenergie für Donnerstag, den 13.8. Nee, das ist nichts. Ich bitte um die Tagesenergie für Donnerstag. 13.8. Das sieht jetzt etwas dilettantisch aus. Moment. Ich bitte um die Tagesenergie für Donnerstag. 13.8. Ich bitte um die Tagesenergie für Donnerstag. 13.8. Ich weiß nicht, ob ihr selber Karten legt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so mischt. Würde mich auch mal interessieren. Also ich mische immer, bis eine Karte herausfällt. Und bitte vorher meinen geistigen Führer, meinen Schutzengel, um Unterstützung. Manchmal dauert es etwas länger. Jetzt sage ich bitte um die Tagesenergie für Donnerstag, den 13.8. Manchmal lässt ihr mich dann auch etwas länger warten und euch somit auch. Bitte um die Tagesenergie für Donnerstag. 13.8. Bitte um die Tagesenergie für Donnerstag. 13.8. Man kann ja nichts erzwingen. Ne? Also ich bitte um die Tagesenergie für Donnerstag. 13.8. Bitte. Okay, das war nicht zu viel. So, die nehme ich jetzt dann an die Unterseite. Deine Hauptenergie für den Donnerstag. Oh, was haben wir denn da? Die Schlangen. Also die Schlange. Also die Schlange steht ja auch für Komplikationen, eine Rivalin oder einen komplizierten Weg. Ja, etwas ist nicht so ganz einfach zu beschreiten. Das werden wir jetzt gleich sehen, welche Bedeutung die Karte im Zusammenhang mit den anderen Karten hat. Ja, da wollen wir doch jetzt mal schauen, was da noch so liegt. Okay, da liegt ja schon eine Frau. Ein Buch. Und die Berge. Das heißt jetzt nicht, dass ihr am Donnerstag eine Bergtour macht, sondern ich denke mal, es handelt sich hier bei der Schlange vielleicht um eine Rivalin. Jetzt muss ich mal kurz meinen Input abholen. So, was ich jetzt hier wahrnehme, ist, das bist du, ja, die Fragestellerin. Wenn du jetzt als Mann zusiehst, ist das als Mann anzusehen. Ja, was mir die Karten jetzt sagen, ist, es geht hier um einen komplizierten Weg, es, etwas Schwieriges oder was vielleicht schon etwas länger
andauert, was du vielleicht auch schon länger vor dir herschiebst und sich auftürmt, ja, in deinem Kopf. Dafür steht ja hier auch der Berg. Man sieht ja dieser große Berg, Hindernisse, Hürden, ja, etwas gibt es zu überwinden. Das Buch heißt, das Kapitel, es gibt etwas zu tun, zu erlernen, zu erforschen. Ja, Ausbildung, Studium, Fortbildung, irgendetwas ist hier echt richtig schwierig für dich und das schiebst du schon etwas länger vor dir her. Vielleicht hast du ja auch schon die Idee gehabt, damit abzubrechen, weil es einfach zu viel ist. Ich meine, man hat ja auch noch andere Dinge im Leben zu tun. Warum sage ich das, dass du mit dem Gedanken spielst, das abzubrechen? Du schaust ja hier von diesen ganzen Schwierigkeiten weg. Du schaust ja richtig aus dem Deck heraus. Du willst damit nichts mehr zu tun haben. Also irgendwas bei uns in Bayern sagt mir, geht ja schon länger auf den Zeiger. Ja, es ist schwierig, es ist kompliziert, es ist viel zu tun, viel zu lernen. Vielleicht hast du in deinem Leben ja auch noch andere Dinge oder Verpflichtungen zu tun und kannst dich dem nicht ganz hingeben. Ja, also es ist etwas ganz Schwieriges. Und du hast eigentlich damit schon abgeschlossen. Und ich möchte dir sagen, man sagt ja immer, aufgeben ist keine Option, aber aufgeben ist durchaus eine Aktion. Ja, man kann auch danach noch in den Spiegel sehen, wenn man etwas nicht versucht hat, ist es schlimmer, wie wenn man etwas versucht hat und dann sagen kann, es ist einfach nichts für mich oder es ist zu viel für mich. Gerade in dieser furchtbar schnellen Welt, in der alles nicht schnell genug geht, in dem man nicht viel genug leisten kann, in dem man nicht viel genug Leistung bringen kann. Es wird viel zu viel von einem erwartet, der Druck ist viel zu groß. Ja, ich sehe hier, du hast etwas versucht, du hast etwas angefangen, dafür gilt größten Respekt. Aber du musst auch deinen Körper und deinen Geist kennen. Wenn es zu viel ist, ist zu viel. Lass los. Ich sage ja hier, du schaust ja richtig von dieser ganzen Sache schon weg. Wende dich ab, ja, leb dein Leben, fang vielleicht was Neues an. Aber jetzt, wenn du damit in Resonanz gehen kannst und dir vielleicht gerade irgendetwas über den Kopf wächst, ja, es ist keine Schande zu sagen, ich kann nicht mehr, ich höre damit auf, ich lasse es bleiben. Ich habe es versucht, ja, ist gut, hat nicht geklappt, auch in Ordnung. Ja, das sagen mir jetzt zumindest hier die Karten. Wenn du damit in Resonanz gehen kannst, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Und ja, dann hören wir uns zum nächsten Quickie und ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstag. Also bleib stark.